Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Magnus Manske. Hallo Magnus. Hallo. Gruß nach Cambridge in England. Stell dich doch mal vor. Ach, ja, ich bin Magnus, ich bin 42, ich bin gelernter Biochemiker und spiele im Moment hauptberuflich an DNA-Sequenzierern rum. Cool. Was macht, also gibt's ja schon eine Weile, kann man da noch was verbessern? Ja, ich baue sie nicht, ich benutze sie nur. Wir sequenzieren hauptsächlich Malaria-Parasiten und die Moskitos, die sie übertragen. Und dann gucken wir in die DNA rein und gucken nach interessanten Dingen, zum Beispiel Antibiotikaresistenz, Insektizidresistenz, solche Sachen. Ist das eine Firma oder eine Universität? Nein, das ist eine Forschungsbude hier, finanziert vom Wellcome Trust. Das ist noch so ein gemeinnütziges Ding, sowas wie Max-Planck-Institut. Mhm. War mal die größte biomedizinische Stiftung weltweit, bis Gates kam und das abgelöst hat als Nummer eins. Mhm. Und bist du da in einem Team? Oder? Ja, wir sind ein Team, so Dutzend Leute etwa und nochmal ein Dutzend in Oxford. Und das ist reine Forschung? Das ist reine Forschung, ja. Das ist ja großartig. Erzähl mal ein bisschen noch mehr davon. Also Gensequenzierung in dem Team, ist das irgendwie ein weltweites Projekt oder ist es jetzt nur in dem Institut? Also es ist weltweit in dem Sinne, dass wir viele Kollaborationen haben, besonders in Afrika und Asien, wo halt Malaria vorkommt. Und die schicken uns dann diverse Proben von Patienten und die reinigen wir auf, sequenzieren die Teile, die uns interessieren, nämlich die Malaria-Parasiten. Und da haben wir inzwischen schon, ich glaube, 8000 Malaria-Parasiten komplett DNA sequenziert und um die 3000 Moskitos. Und ich will nicht Big Data sagen, weil das schon so ein vergiftetes Stichwort ist, aber es ist halt, man kann halt aus der schieren Menge der Daten raus, kann man schöne Signale sehen in der DNA, die man so von einzelnen Proben nicht sehen könnte. Also zum Beispiel dieser Teil der DNA ist in diesem Gebiet, Thailand zum Beispiel, der ist sehr stabil, der verändert sich kaum. Das heißt, da muss irgendein Selektionsdruck drauf liegen, dass der so bleibt, wie er ist. Ja. Und das kann dann zum Beispiel sein, Antibiotikaresistenz kann irgendein Umweltfaktor sein. Ach, und dann guckt man da in die Richtung, wie man die Viecher beeinflussen kann. Weil, das machen wir dann nicht, aber wir guckt auf die Marker. Mhm. Ja, wir geben sozusagen die Analyse raus, hier, da muss man mal nachgucken. Wir gucken jetzt auch, dass wir direkt die Antibiotikaresistenz sehen können. Das heißt, wir können den Leuten vor Ort dann bald, hoffentlich dieses Jahr, ziemlich schnell zurückvermitteln. Hier, also in der Gegend, braucht er das Antibiotikum nicht mehr zu geben. Das wirkt sowieso nicht mehr. Aber das andere hier, das wirkt noch. Das wäre jetzt die praktische Anwendung. Du bist Biologe, aber jetzt hast du gerade Big Data gesagt. Bist du so Datenbiologe oder wie kann man sich das erklären? Ja, ich habe Doktor in Biochemie, aber ich bin dann halt in die bioinformatische Schiene eher reingerutscht, hauptsächlich über diesen Job, den ich hier habe. Und ich stehe also nicht mehr im Labor im Moment, ich sitze nur noch am Computer. Und programmierst, oder? Ja, und analysieren und Statistik und all die schönen Sachen. Aber nicht mit Excel? Ich versuche es zu vermeiden. Sondern, was verwendest du? Für statistische Sachen hauptsächlich R. Also, die Programmiersprache. Mhm. Ja. Und cool. Sonst alles. Ich mache so ein paar Webseiten für uns, wo wir die Daten darstellen. Das ist natürlich JavaScript, HTML. Dann viel
So Prozessierung wird bei uns immer noch mit Perl gemacht, so als die Zwischen der Glue Code, wie man sagt, also so die Zwischenschritte ist halt Perl. Sonst, wenn es um Geschwindigkeit geht, ist halt noch C, also es ist eine bunte Mischung. Und wie bist du zu deinem Doktor der Biochemie gekommen? Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Köln geboren. Du bist eine kölsche Jung, aber das hört man ja gar nicht. meine Eltern waren nicht aus Köln, sind nur zugezogen. Mhm. Und irgendwie habe ich den lokalen Akzent nicht so richtig aufgeschnappt. Obwohl ich in Köln 1 geboren bin, ich kann immer noch Prinz werden, Karnevalsprinz. Hast du noch Ziele also? Ja, mein großer Wunsch. Nee, nicht wirklich. Ach, du hast auch in Köln studiert wahrscheinlich? Habe auch da studiert, war sehr praktisch, weil gute Uni und Unterkunft. Und relativ schnell mit 32 hast du den Doktor gemacht. Habe ich? Ja, stimmt. Ja. Mein Gott. Ja, und worüber hast du geschrieben? Was war deine Dissertation? Das war auch schon eher informatische Sache. Ich habe so ein Programm geschrieben, mit dem man die DNA von Plasmiden für so Bakterien, die wir da hatten, verwalten kann und wieder auseinanderschneiden, zusammensetzen kann, also Gene umklonieren. Wenn man also irgendein Protein herstellen will, was wir in dem Biochemie-Institut halt dauernd gemacht haben, da muss man sich die DNA da entsprechend zusammenbasteln und dafür habe ich Software geschrieben dann. 2006 seinen ersten Kontakt mit der Wikipedia-Welt hattest du schon in der vorgeschichtlichen Zeit, nämlich mit der Newpedia. Ja, in der grauen Vorzeit. Als Student dann, also. Ja. Habe ich in der Computerzeitschrift gelesen, kurzen Artikel, da gäbe es jetzt so eine freie Enzyklopädie von so einem Herr Jimbo Wales und. In der CT. In der CT, glaube ich, ja. Ich weiß es nicht mehr. Es war nur so ein ganz, ganz kurzer Artikel, so 50 Worte oder so. Ach so. Und habe ich mal geguckt und naja, dachte ich, Posten. Kann ich ja mal was, kann ich mal was probieren, weil das hilft mir auch dann etwas, Sachen, die ich gerade gelernt habe, finde ich besser zu verinnerlichen, wenn man es selber dann nochmal formulieren muss. Und da habe ich dann so Polymerase-Kettenreaktion Artikel geschrieben. Artikel, ja, der ist dann auch entsprechend in der deutschen Wikipedia gelandet. Du hast aber auf Englisch geschrieben, oder in der Wikipedia? Den habe ich schon auf Englisch geschrieben, dann habe ich ihn übersetzt, der war ja nur kurz. Ja, es gab ja nur, bei Nupedia gab es glaube ich nur Englisch. Und Wikipedia gab es am Anfang ja auch nur in Englisch. Ach, du hast dann, das war ja eine kleine Truppe dann. Wie viel das waren damals? Bei Nupedia? 20, 30 höchstens. Ach, da kannte man sich ja beim Namen. So ungefähr, ja. Das war, es war, waren ja auch Leute, die also die nur als Editors da hergehalten haben, die also dann schon ich sag mal, etabliert waren, die also dann ihren Namen drunter setzen konnten als Editor, dass das auch alles Hand und Fuß hat, was ich da schreibe. Dann gab es auch Copy-Editors da und so. Aber wie gesagt, war ein sehr übersichtliches Grüppchen. Ich glaube, es sind nur 20 Artikel oder so veröffentlicht worden überhaupt. Von dir oder überhaupt? Nein, überhaupt. Ach, überhaupt, okay. Ja, nee, das war ja das Problem, denn die Dinopedia war von Larry Sanger und Jimmy Wales gegründet worden, um halt eine Enzyklopädie im Netz zu entwickeln und das lief eben schleppend mit diesem Peer Review. Das ist halt so, das dauert lange. Ja, und weil halt viele, alle an sich, bis auf Larry, auch freiwillig da
mitgemacht haben, hat das halt immer eine Weile gedauert, bis das durch die, ich glaube, sieben Stufen waren es, glaube ich, am Anfang, musste das dann durch. Und das hat dann auch schon mal, ich glaube, so 2 Monate gedauert, bis so ein Artikel da durch war. Okay, also und ist es wirklich so, dass dann ein Wiki angelegt wurde, um mal schnell miteinander zu sprechen und oder irgendwelche Artikel vorzubereiten und dass sich daraus dann die Wikipedia entwickelt hat? Ich kenne das nur aus Erzählungen. Also ist mal Stunde Null, war ich natürlich nicht dabei, das waren nur Jimbo und Larry und der Techniker, Namen habe ich jetzt vergessen. Jason, glaube ich, Jason. Das war aber, soweit ich das damals mitgekriegt hatte, erstmal die Idee, dass man die Artikel da schon vorbereiten könnte, also dass da viele mithelfen könnten, damit das dann schon auf einem, ich sag mal, Mindestniveau ist, wenn es dann in die Nupedia-Fabrik da eingespielt wird. Das war so oder hast du das auch nur erzählt gekriegt? Das war wohl anfangs die Idee. Und es gab dann ja auch so ein Ding, das nennt, also als dann Wikipedia sich als eigenständige Seite etablierte, haben sie tatsächlich noch ein anderes Wiki draufgeworfen, Nupedia Chalkboard. Also Tafel. Um also da diese Funktion halt zu übernehmen für Nupedia. Aber das war überhaupt nicht erfolgreich. Ich glaube, ich habe da mal einen Link probeweise draufgestellt, aber da ist nie einer gekommen. das sollte dann das machen, was Wikipedia ursprünglich machen sollte. Aber das war so das Schlimmste beider Welten irgendwie. Okay. Und ja, nee, dann das ging dann ziemlich schnell. Also wie gesagt, am Anfang war Wikipedia ziemlich Geisterstadt. Erstmal, als ich hingekommen bin, da war, also es gab keinen Artikel über Biologie. Es gab nur über diese komischen Links. Kennst du noch diese Links mit den Fragezeichen? Ach, mein Fragezeichen. Ich dachte jetzt Camel Case. Ja, Camel Case auch. Ja, Camel Case und dann... als ich 2003 angefangen habe, gab es diese Camel Case Sachen. Ja, das sah also alles so aus. Das waren nur diese verlinkten Fragezeichen irgendwie. Und dachte ich erstmal, was ist das denn? Aber dann so einen Tag später hatte sich das schon angefangen, sich zu füllen. Und naja, dann habe ich meine Sachen von Nupedia dahin portiert. Und das lief ganz gut. Und ja, the rest is history. Ja, ich habe gerade mal aufgerufen. Ich schicke dir das mal als Link rüber. Die erste Version in der deutschen Wikipedia von des Artikels Polymerase-Kettenreaktion. Die ist vom 12. Mai 2001. Und soviel ich weiß, ist das der älteste Artikel, der erste deutschsprachige Artikel. Das ist die älteste erhaltene Artikelversion auf der deutschen Wikipedia. Die Sache war, am Anfang hatten wir ja dieses UseModScript, das Software. Und da war eine Standardeinstellung drin, dass alle Bearbeitungen älter als 2 Wochen gelöscht wurden, um Platz zu sparen. Und das hatte irgendwie keiner abgeschaltet. Und deswegen sind also die ganz allerersten Änderungen, glaube ich, verlustig gegangen. Und das ist, soweit ich weiß, ist das hier die älteste erhaltene Bearbeitung auf der deutschen. Das ist eine deutsch-englische Version, also nee, englisch-deutsche, ein Absatz Englisch und dann eine deutsche Übersetzung. Oben steht drüber die Polymerase-Kettenreaktion von Magnus Manske. Ja, das war aus der Nupedia halt, glaube ich, weiß nicht, ob ich es auf der Nupedia oder aus der Wikipedia da reingepastet habe. Und dann habe ich halt angefangen, das zu übersetzen mit dem Originaltext da drüber. Und von mit einer IP-Adresse gemacht. Ja. Also ich weiß, dass ich die, dass ich das war damals, aber
Ach, die IP-Adresse gehört zum Bereich der Deutschen Telekom AG. Wahrscheinlich von zu Hause mit einem 56K-Modem, oder wie ist das? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Das war State of the Art, ja. Und du hast doch auch die MediaWiki-Software initial geschrieben, ne? Genau, das war auch so ein, das war Oktober rum, 2001, Oktober, glaube ich. Also es waren noch Semesterferien, das weiß ich noch. Und ich hatte schon mal reingeschnuppert in die allseits gehasste Programmiersprache PHP. Und zwar Jimbo Wales hatte mir mal Zugang zu Nupedia-Server gegeben, weil da war irgendwas kaputt mit der Software und er hatte ursprünglich eine Firma angeheuert, um ihm diese Software zu schreiben für Nupedia. Und das haben sie auch gemacht, aber er hat kein, er hat das, die Maintenance, also die Service, diese Wartung hat er nicht bezahlt. Dann ging irgendwas nicht und dann habe ich da mal reingeguckt, das war so mein erster Kontakt mit PHP und habe da was repariert. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, hey, das könnte eine nützliche Sprache sein. Und ich lerne das immer am besten, wenn ich irgendein Projekt habe. Ich kann das Buch lesen zur Sprache und dann ist das alles ganz toll, aber dann habe ich es gleich wieder vergessen, wie das geht. Und ich mache da viel Learning by Doing. Und wie gesagt, Semesterferien und alle stöhnten, wie langsam das UseModSkript war. Man konnte wirklich auf Edit klicken und dann konnte man sich erstmal einen Kaffee machen. Das dauerte also 2 Minuten oder so, bis die Editbox da geladen wurde. Und wovon hing das ab? Von der Länge des Artikels oder allgemein das System war so langsam? Das System allgemein war so langsam, weil das war, für, ich sag mal, 2000 Artikel hätte es gereicht, aber da waren es, glaube ich, schon 20.000. Und das war alles im Dateisystem abgelegt, also gab es keine Datenbank oder sowas. Ach, Schwabing. Also jeder Artikel. Flatfile heißt es. Ja. Flatfile, ja. Jeder Artikel hatte also eine Datei und am Anfang war die aktuelle Version und dahinter waren dann die Diffs zur jeweils vorigen Version. Und ich glaube hauptsächlich an dem Dateisystem lag, dass das also immer langsamer wurde, weil die Dateien waren auch, glaube ich, alle im gleichen Verzeichnis oder so. Und Linux kommt da nicht sehr gut mit klar, wenn da 20.000 Dateien in einem Verzeichnis sind. Dann habe ich mich dran gesetzt mal und habe mal geguckt, ob ich das in PHP alles mal neu machen kann mit einer vernünftigen Datenbank dahinter und so. Und das ging auch ganz gut und ich hatte also die Basisfunktionalität, also bearbeiten, speichern, rendern. Das war nach 2 Wochen oder so lief das, zumindest, naja, erste Version lief. Und dann habe ich das irgendwo mal gesagt, hier, ich hab da was gebastelt, könnt ihr mal gucken. Und dann ging es los und irgendwann dann kamen die anderen dazu, da ich glaube Tim Starling kam dazu und Brian Weber. Und die haben dann mitgebastelt und dann lief das auf einmal und dann wurde es Januar 2002, wurde dann alles rüber konvertiert von dem UseModSkript auf die Software, die damals Phase 3 hieß. weil ich hoffte, es gab eine Phase 4, was einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme ist. und ja, irgendwann haben wir es dann MediaWiki genannt, weil das so schön verwirrend ist mit Wikimedia und Wikipedia und ja, wirkt bis heute nach. Die Leute sind völlig verwirrt. Ja, das Ziel ist erreicht, ja. Naja, es ist, war halt, na gut, wir haben diese Worte zur Auswahl. Wollen wir mal das. Und die
Software, die du da geschrieben hast, also die, du hast dir das selber, also du hast es wirklich selber ausgedacht oder du hast du die UseMod irgendwie als Vorbild genommen? Nein, in den Code habe ich also kaum reingeguckt. An sich gar nicht. Ich habe einmal, glaube ich, überflogen, aber weil das war auch Perl, das ist dann doch etwas anders. Ich habe natürlich die Wiki-Syntax übernommen, weil es sollte ja alles weiter funktionieren. Aber vom Code oder so habe ich auch nichts, auch kein Konzept geklaut. Das ist alles auf meinem Mist gewachsen, war auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber für mein erstes PHP-Programm war es, glaube ich, ganz okay. Ja, darauf gleich so ein Netzwerk zu bauen, ist ja ziemlich cool. Ja, und ist denn noch Code von dir vorhanden? Ich bin ziemlich sicher, dass da keine einzige Zeile mehr drin ist. ich weiß, Lee Daniel Crocker hat das dann irgendwann mal komplett neu strukturiert. Ich bin nicht sicher, wie viel er von mir dann übernommen hat. Wie gesagt, mein Zeug lief im Grunde, aber es war halt schwer auch festzustellen. Manche Sachen waren sehr langsam und es war schwer festzustellen, warum. Und dann hat er da mal eine vernünftige Struktur drum gebaut in den Code und hat also dann auch da so zur Performance-Messung so Breakpoints eingebaut und so ein Zeug. Da hat es also schon einen großen Wandel erfahren. Der Rest ist wahrscheinlich seitdem auch umgeschrieben. Also. Du nanntest gerade Brian Wibber und Tim Starling, die sind auch noch dabei, ne? Die arbeiten bei der Wikimedia Foundation. Die sind noch dabei, ja. Ja, Brian Wibber als leitender Softwarearchitekt und Tim Starling als Plattformarchitekt. Ja. Aber hast du denn für die Foundation irgendwann gearbeitet? Nein. Immer als Freiwilliger, als Ehrenamtlicher? Immer als Freiwilliger. Also eigentlich bist du Biochemiker mit so einem leichten Schlag zu Wikipedia. Ja. Wie habt ihr denn damals kommuniziert? Über IRC oder Mailingliste oder Usegroup? Also ich habe hauptsächlich Mailingliste und auf der Wiki natürlich. IRC war nie so mein Ding. Das war so irgendwie etwas zu hektisch für meinen Geschmack. Verstehe. Okay. Ja, was war eigentlich deine Motivation? Hast du ja eigentlich schon gesagt, nämlich, dass du lernen wolltest und das quasi so, indem du den Artikel geschrieben hast, dann dabei die Sache dann auch besser verstanden hast. Und genauso hast du auch dabei das Software gemacht. So in etwa, ja. Schreibst du noch Artikel? Sehr, sehr selten. Was ich mache im Moment an Content-Bearbeitung ist eher auf Wikidata. Hat sich das irgendwie, ich meine, es ist ja wirklich eine sehr lange Zeit jetzt, 17 Jahre fast. Nee, sind 17 Jahre seit 2001, 16 Jahre. 16 Jahre. Ja. Zu Anfang war es Artikel, dann hast du selber Software entwickelt. Warst du dann auch in dem sozusagen Softwareentwicklungsteam dann mit drin? Oder hast du nur die initiale Software geschrieben und dich dann wieder zurückgezogen? Ich habe die ersten paar Jahre, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich noch da mitgebaut. Hm. Dinge sind von mir, zum Beispiel die Unterschriftfunktion. Also diese Tilden, 3 und 4 Tilden. Da gibt's auch noch eine Story zu, aber da muss ich ein Bild zu zeigen. Das geht hier schlecht, leider. Die von allen gehasste Tabellensyntax ist auch von mir. Mhm. Ja, also ich mochte die. Für mich war die sofort eingängig, als ich sie gesehen habe, weil ich so aus dem HTML-Umfeld kam, war das viel leichter, so eine MediaWiki-Tabelle zu bauen als eine HTML-Tabelle. Mhm. Ja, nee, das waren halt, war wieder so ein Ding, also es haben viele lange über
Tabellen-Markup diskutiert. Und es gab also im Grunde zwei Lager, die einen waren, oh, es muss einfach sein und auf Kosten der Funktionalität. Das ergibt sich ja so. Und die anderen sagten, nein, also wir müssen die komplette HTML-Tabellen Freiheit erhalten in Markup. Und daraufhin habe ich dann, weil mir also die Diskussion dann irgendwann auch zu viel wurde, habe ich einfach was gebaut. Da habe ich halt die Möglichkeit, man kann die Tabellen, wenn man wirklich nur eine einfache Tabelle will, das geht sehr einfach. Und man kann dann aber auch die ganzen Klassen und Styles und hast du nicht gesehen, als Attribute da reintun, wenn man will, aber dann sieht es auch schon etwas chaotischer aus. So, wenn es komplexer wird, wird es schwieriger zu verwalten, dieser Syntax, das stimmt schon. Ne? Ja, und das ist halt, man kann beides machen, aber ein Kompromiss ist halt immer vielleicht am besten wie beim neutralen Standpunkt. Wenn beide Lager gleichermaßen unzufrieden sind, hat man es richtig gemacht. Genau, ist das die Definition eines Kompromisses? So ungefähr, ja. Wenn alle unzufrieden sind, dann ist es ein Kompromiss. Ja. Wobei ich auch nie ein Freund war davon, schöne Tabellen zu machen. Manche haben da sehr viel Zeit drin rein investiert, dann hübsche Farben auszusuchen und die richtige Dicke der Linien dazwischen und sowas. Und verschiedenfarbige Spalten und sowas, ne? Und noch Schriftarten ändern. Ich bin dann auch eher ein Freund, das als Datencontainer zu sehen. Ja, das ist bei dir vermutlich auch so, weil du ja auch immer Richtung Datenbank so ein bisschen gestrebt hast. Ja, das ist einmal, mir fehlt da wahrscheinlich auch etwas das typografische Händchen oder wie man das nennen soll. Für mich ist auch eher, ich sag mal, Datenstruktur mit vielleicht ein paar Linien drin. Und ich habe da jetzt auch so einen Bot, der baut Tabellen aus Wikidata. Wie heißt der? Der heißt Listeria, Listeria-Bot. Ist auf der deutschen Wikipedia aus dem Artikelnamensraum verbannt. Nach einer recht hitzigen Diskussion. das ist halt, man gibt halt so eine Abfrage an, also zum Beispiel alle, ich weiß nicht, Kunst im öffentlichen Raum in Berlin. Kann man so eine Abfrage laufen lassen über die Wikidata Query Seite. Oder alle, ich sag mal, alle weiblichen finnischen Schriftsteller, Schriftstellerinnen. Ja. Die schreibt man halt in den Wikitext in so ein Template rein, diese Abfrage. Und dann kommt der Bot einmal am Tag ungefähr vorbei lässt diese Abfrage auf Wikidata laufen und dann baut er daraus nach Parametern eine Tabelle und schreibt die in den Wikitext rein. Das ist eher so eine Notlösung. Es kommt wohl jetzt, ich nehme an, dieses Jahr irgendwann, kommt eine Extension, dass man das also direkt in der Wikipedia so machen kann, dass das also nicht mehr Wikitext erzeugt, sondern dass es also nur noch diese Vorlage halt hat und dass die dann aber gerendert wird als Liste oder Tabelle oder wie auch immer. Da sind wir auch schon bei Wikidata. Habe ich clever hingesteuert. Clever geleitet, ja. Das ist ja auch, da bist du ein Fan von, oder? Da bin ich großer Fan von. Ich glaube, das ist so, das hat so dieses Boom-Feeling, was Wikipedia damals hatte. Also die ersten paar Jahre, das sehe ich auf Wikidata. Habe ich gesehen, das sehe ich immer noch. Ich meine, wir haben alle gesehen, diese ganzen Statistiken, dass auf Wikipedia die Editors, die Zahl zurückgeht oder stabil bleibt zumindest im Moment. Dass die
die einfachen Themen und so schon alle weg sind in Wikipedia und so. Aber halt das Gefühl, diese Aufbruchsstimmung, die ist auf Wikidata immer noch sehr stark. Und da sind auch noch immer viele Sachen drumherum zu machen, um das also ans Laufen zu kriegen, um es besser zu machen. Und da ist halt für mich im Moment die Hauptbaustelle noch. Was genau ist jetzt da noch Baustelle? Ja, Wikidata selber nicht, aber so das ganze Tool-System drumherum von meiner Warte aus. Und auch die, ich sag mal, das ist ja, Wikidata ist ja zum Großteil auch ein schönes Beispiel für diese Linkdata, auch wenn das wieder so ein Buzzword ist, was schon halb verbrannt ist. Was ist das, Linkdata? Die Idee ist halt, dass Wikidata nicht jetzt von allen anderen Datenbanken die Daten komplett importiert und dann zum zentralen Moloch wird, sondern auf Wikidata sagt man halt nur, also dass dieses Item hier entspricht diesem Item in der anderen Datenbank drüben. Und das ist erstmal, ist es ein Weblink. Und wenn die andere Seite zum Beispiel auch die gleiche Abfragesprache hat, also Sparkle ist ja die Sprache, die dafür an sich gedacht war, dann kann man auch Abfragen über Wikidata und andere externe Datenbanken laufen lassen. Und das ist also potenziell ist das viel sag mal, aussagekräftiger, viel besser als nur auf einer Datenbank das laufen lassen. Und man muss nicht immer alle Details hin und her synchronisieren. Und man kann die Spezialdatenbanken halt da lassen, wo sie sind. Man stellt halt nur die Verknüpfungen her über Wikidata. Das ist also im Glam-Bereich geht das schon. Also die ganzen Galleries, Libraries, Archives, Museums. Da haben wir ziemlich viele Kataloge schon abgeglichen mit. Also die von einzelnen sag mal, Kunstwerken bis zu Schriftstellern oder Malern oder so, dass wir diese ID-Nummern da abgeglichen haben. Und dann kann man natürlich so Sachen machen, wie ich will alle Leute aus dieser externen Datenbank, die in, ich weiß nicht, Frankreich geboren wurden. Mhm. Und das geht dann zum Beispiel auf Wikidata ganz toll, ganz einfach. Und das ist auch ganz nützlich, glaube ich, für die externe Datenbank, die man da, deren ID-Nummern man dann auf Wikidata tut, weil die können halt umgekehrt sich auch, ja, wie sind denn die ID-Nummern für meine Leute in WIAF? Das WIAF ist so ein ziemlich großer Katalog in Amerika von, ich sag mal, allen Leuten, die irgendwann mal was publiziert haben. Und das ist halt sehr, sehr populär. Damit will man, die ID-Nummern will man als Archiv oder so unbedingt haben für seine eigenen Leute. Wird Wikidata Wikipedia ersetzen? Nein, nein, ganz klar nicht. Aber ergänzen. Das ist, glaube ich, die Sache. Es gibt schon einige Sachen, die also nach Wikidata gewandert sind. Natürlich die Language Links, also die Sprachverweise. Das war ja das Erste. Die sind alle in Wikidata jetzt und ich glaube, da ist keiner unglücklich drüber, dass die da sind. Weil die dann doch erstmal ziemlich viele Bot-Edits ersparen und auch teilweise da fehlende Verweise auf andere Sprachen doch stark reduzieren. Und dann, also ich glaube, auf der englischen Wikipedia ist schon, dass diese ganzen
Authority-Control-Daten, also die wie heißt das? Norm-Daten im Deutschen, genau. Die sind auch schon inzwischen auf Wikidata oder werden dahin migriert. Auf der deutschen Wikipedia ist immer noch so ein ist man immer noch vorsichtig mit diesem neumodischen Zeug. Aber ich denke, das dauert halt einfach nur ein bisschen länger, bis die Leute da warm werden. Und ich glaube, das, was jetzt kommen wird, unter anderem mit Commons bekommt auch sozusagen sein eigenes Wikidata. Dass also die ganzen Daten, die es im Moment für einzelne Bilder gibt, also wer hat das Bild gemacht, unter welcher Lizenz steht es, was ist da abgebildet, wann ist es gemacht worden und so, dass die nicht mehr einfach im Wikitext stehen und man kriegt die da nie wieder raus, zumindest nicht in auswertbarer Form, sondern dass die halt in so einer Wikidata-artigen Datenbank stehen und auch zumindest zum Beispiel mit Konzepten und so mit Wikidata verknüpft sind, dass man also dann wirklich sagen kann, ich möchte alle Bilder mit, ich weiß nicht, von Koala-Bär drauf ist. Hm. Und dass man die auch dann wirklich kriegt und nicht, oh ja, die fünf sind in der Unterkategorie hier und die fünf haben wir aber vergessen zu kategorisieren und so. Ich glaube, da wird vielen auch deutlich werden, wie nützlich sowas ist, weil im Moment ist Commons hat sehr viele schöne Bilder und auch Videos und Tondokumente, aber es ist doch eher so ein Abenteuer, da irgendwas zu finden manchmal, auch nach all den Jahren. Da hat jetzt die Foundation hat ja gerade einen 3 Millionen Dollar Grant gekriegt, um da also Wikidata-Technologie auf Commons zu installieren. Und das läuft jetzt langsam aber sicher an. Mhm. Und ich denke mal, das wird auch doch einige Leute überzeugen, dass das eher nützlich als schädlich ist. Da wird auf der Kurierseite, auf der Rückseite, auf der Diskussionsseite gerade drüber diskutiert. Und ich, was ich so gelesen habe, war doch ganz positiv in der deutschen Wikipedia. Ist das schon mal ungewöhnlich? Ja, es ist gut, die deutsche Wikipedia ist eher konservativ, was durchaus seine Vorteile haben kann. Aber halt manchmal etwas langsam, wenn es um neue Konzepte geht. Und ich meine, ich habe das auch irgendwo mal geschrieben. Im Moment ist Wikipedia, also die ganze, ja, alle Seiten da der Foundation, das ganze System, ist in einer fantastischen Lage an sich, jetzt mal was, ein paar neue Sachen zu bringen und damit auch zum Teil auch ein bisschen experimentieren, was geht, was kann man denn machen, was ist noch nützlich. Nur wenn wir das alles nicht machen, wenn wir immer sagen, nein, das ist so gut, wie es ist und wir lassen das so und das haben wir schon immer so gemacht, ich glaube, dann werden wir langsam aber sicher von anderen Seiten doch überholt. Also es gab schon so ein paar Projekte, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, WikiWand hieß das eine, das also das Interface für Wikipedia dann doch etwas aufgepäppelt hatte. Und das war mal eine Zeit lang wohl sehr populär. Längst nicht so wie Original Wikipedia, aber man kann schon sehen, dass überhaupt Seiten, die einfach nur Wikipedia anders darstellen, dass die Zulauf kriegen.
Das zeigt auch an sich, dass Leute mit dem, was wir haben, dass manche Leute zumindest damit nicht sehr zufrieden sind. Das kann man auch durchaus verstehen, weil es doch etwas antik wirkt manchmal. Und bin jetzt auch kein Freund von, hey, ja, wie das, das ist das Neueste, lass uns das doch jetzt alles umschalten auf das neueste Konzept X oder so. Da den Trends, auf jeden Trend aufzuspringen, macht auch keinen Sinn. Aber dass man mal guckt, was macht denn Sinn, was geht, dass man da mal ein bisschen probiert und vielleicht auch riskiert, dass es mal für eine kurze Zeit nicht so läuft wie bei dem Media Viewer. Das war ja auch so ein Thema. Ich glaube, es ist wert, das Risiko mal einzugehen, weil im Moment können wir das noch. Wir sind sehr etabliert als Seite international. Und da können wir uns durchaus leisten, mal, auch wenn es am Anfang etwas ruckelt, da was Neues zu probieren. Ich habe neulich mit Erik Möller hier gesprochen und ich bin mit ihm einer Meinung, dass man eben nicht einführen sollte, wenn es noch zu sehr ruckelt, sondern mit einer kleineren Benutzergruppe das erstmal ausprobiert und das größer macht. Deswegen finde ich diese Beta-Funktion sehr gut. Ja, nee, das ist auch schon gut. Und man sollte das Ruckeln natürlich auch reduzieren, soweit es machbar und sinnvoll ist. Das ist ja auch alles erst passiert, nachdem der Visual Editor mit einem Krach eingeführt wurde und mit einem Krach dann auch erstmal rausgeschmissen wurde, weil er noch wirklich Bananaware war, ne? Also der war noch grün hinter den Ohren, da konnte man nicht richtig mitarbeiten, das war ein Ärgernis. Hat Ja, Tabellen zerschossen und so weiter. Und das war etwas verfrüht, ja dann. das war verfrüht, das hätte nicht sein müssen, das weiß man eigentlich aus der Softwareentwicklung, dass man da Respekt hat vor den Benutzern und denen das halt vorstellt, die dann erstmal drüber sprechen lässt und das dann nach und nach einführt. Das macht die Foundation Nerds viel besser. Wikimedia Deutschland macht es auch viel besser, auch mit Wikidata. Da haben sie da machen sie hervorragende Arbeit in der Benutzerbetreuung, sage ich mal. Wahrscheinlich hält deswegen auch da das gute Gefühl so lange an. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber lass uns doch nochmal über, also Wikidata, da hast du sehr viele Tools entwickelt. Hab gerade die Tool Labs Seite aufgerufen, Manske eingegeben und finde da 232 Treffer. Also ganz so viele sind es nicht. Also meine beste Schätzung, weil ich weiß es ja auch nicht genau, sind so etwa 130 Tools. hast du noch andere Hobbys? Nicht wirklich größere. Also ab und zu gehe ich mal was fotografieren und sowas. Aber nicht wirklich. Ich meine, ist auch, Aber du bist ausgeglichen und bleibst auch dabei und brennst nicht aus. bisher nicht. Ne? Ich hab, glaube ich, die Kunst gelernt, auch die Bug-Reports einfach mal zu ignorieren, wenn es nicht übermäßig kritisch ist. Und das geht einfach sonst nicht. Ich filtere das schon und ich ignoriere auch Sachen auf meinen Talkseiten und so, weil es geht einfach nicht. Also ich kann mich nicht, selbst wenn ich keinen anderen Job hätte, könnte ich mich nicht um alles kümmern, was bei den Tools da abgeht. Das geht einfach nicht. Und Aber gut, schön, weil das sind auch schöne Tools, die du da schreibst. Lass uns über ein paar sprechen. Als erstes gerne über PET-Scan. Ah Was kann man da ja. machen? Erklär das mal. Also das ist so eine Weiterentwicklung von CAT-Scan, wobei CAT-Scan, glaube ich, hatte auch mal ein anderer das Original geschrieben, weiß ich gar nicht mehr. Das war halt. Das fing an, dass man also alle Wikipedia-Artikel in einem Kategorienbaum rausziehen kann, automatisch. Also man gibt an, wo man starten will, in welchem
in welcher Wurzelkategorie, und dann sagt man ja, also bis zu 3 Ebenen hochgehen und da will ich alle Artikel haben. Und dann die nächste Stufe war so Überschneidungen, also alle Artikel, die in Kategoriebaum 1 und Kategoriebaum 2 gleichzeitig sind. Und das wurde dann mit der Zeit immer komplizierter. Dann man kann also Vorlagenverwendung oder Vorlagen auf den Talkpages. Das war also, was CatScan machte, aber das war halt, weil es diese Sachen teilweise sehr langsam sind in der Datenbank, also relativ gesehen. Und weil die Ressourcen für die Standard-Tools reichten also für sowas nicht richtig aus. Da gab es also immer Probleme mit, und deswegen habe ich da mit PetScan was komplett Neues gebaut von der Codebasis. Also das ist jetzt auch C++ und nicht mehr PHP. Und das Ziel ist, dass man nach Seiten suchen kann. Das Ziel ist, dass man nach Seiten suchen kann, zwar Seiten, die also bestimmte Kombinationen haben. Also man kann Wikipedia, Kategorien, Bäume, Vorlagenverwendung, Wikidata, manuell statische Listen und alles Mögliche kann man da zusammenführen, und dann kriegt man eine Liste raus mit Artikeln oder Wikidata-Items, je nachdem. Und die kann man dann halt weiter entweder manuell oder auch teilweise automatisiert bearbeiten. Cool. Das nächste Tool, was ich gerne besprechen würde, ist Mix and Match. Ja, das ist halt... Das habe ich noch nicht verstanden, was es macht. Das hat also viel mit der angesprochenen Glam-Community zu tun. Auf Mix and Match gibt's verschiedene Kataloge, sind so 300 im Moment. Jeder Katalog ist eine Liste mit Themen aus einer anderen Datenbank. Also zum Beispiel, ich glaube, das erste war Oxford Dictionary of National Biography. Das ist hier so ein Standardwerk, wo also Biografien hauptsächlich von Engländern halt sind. Und das gibt schon seit, ich weiß nicht, 200 Jahren oder 150 Jahren gibt es das schon. Da gibt es unter anderem auf Wikidata auch eine Property für. Also da kann man zu Margaret Thatcher oder zur Queen oder wem auch immer, kann man eine Property hinzufügen. Das ist die ID-Nummer im Oxford Dictionary of National Biography. Und Mix and Match erlaubt halt relativ einfach in dem Katalog dieser Fremddaten die entsprechenden Einträge in Wikidata und damit auch Wikipedia über einen Hop zu finden und die abzugleichen. Also zum Beispiel schlägt ich das dann vor, wenn ich Margaret Thatcher hätte, würde es das wahrscheinlich schon vorschlagen auf Wikidata, hey, das könnte dieses Item sein, und da muss man das nur noch einmal klicken, bestätigen. Und das sind also über alle Kataloge sind es jetzt, glaube ich, im Moment 15 Millionen Einträge in Mix and Match. Alles Einträge in externen Datenbanken. Und damit kann man halt diese ID-Nummern über die entsprechenden Properties zu Wikidata hinzufügen. Und das kann man natürlich dann auch in Wikipedia zum Beispiel oder ganz woanders auch nutzen. Ach so, das Ziel ist es, Einträge in externen Datenbanken auf Wikidata-Items zu matchen. Ganz genau. Die zusammenzuführen. Ah, und dann sehe ich hier, dass man das von Hand machen kann. Es gibt einen Spielmodus und man kann fehlende Items anlegen. Und es gibt eine Übersicht, wie viel schon davon abgeglichen ist. Ich sehe hier sehr viel grün. Also wurde schon viel von Hand abgeglichen. Ja, also es ist zum Beispiel Oxford Dictionary of National Biography ist komplett abgeglichen.
Das heißt, also zu allen Einträgen im Oxford Dictionary gibt es auch ein Wikidata-Item. Ganz genau. Mhm, cool. Und man kann halt, wenn man die eine ID hat, kann man die andere halt auch finden. Über Wikidata in dem Fall. Und dann langfristig auch im Wikipedia-Artikel. Ja, das kann man dann automatisch, also manuell kann man es natürlich rüber kopieren, wenn man will, man weiß, wo man es findet. Oder man kann es über eine Vorlage automatisch dann darstellen, die Community so möchte. Jetzt habe ich schon Spiel gesagt und da komme ich eigentlich zu dem, was ich am geilsten finde von deinen Tools, das Wikidata Game. Ja, welches? Ich habe ja zwei. das war halt, weil Wikidata hat unter anderem die Besonderheit, dass es halt sehr, wie soll man sagen, Atomic Edits ermöglicht. Also wenn ich auf Wikipedia was ändere, dann ändere ich ja mindestens die Sektion, wahrscheinlich den ganzen Artikel. Und diese Änderung kann halt sehr komplex sein, deswegen gibt es da manchmal so einen Edit-Konflikt. Aber auf Wikidata sind diese Edits halt alle an einzelnen Statements, das heißt, die sind sehr klein und sehr spezifisch und separat, also die kann man schön auch automatisch auseinanderfriemeln wieder. Häufig kann man halt so eine Situation finden, man hat eine Liste mit Sachen, die wahrscheinlich so sind. Also zum Beispiel, ich habe Wikidata-Items ohne Bilder. Jetzt haben aber die Wikipedia-Artikel dazu, die haben Bilder. Jetzt ist es nicht unwahrscheinlich, dass also ein Wikipedia-Artikel tatsächlich ein Foto zum Beispiel von der Person hat, um die es geht. Aber ganz sicher ist das halt nicht. Das kann auch ein Foto von, ich weiß nicht, dem Buch, das sie geschrieben haben, sein. Und sowas eignet sich natürlich hervorragend, dass man einem Menschen das halt so zeigen kann. Hier ist ein Eintrag über diese Person. Ist das ein Foto von dieser Person? Ja oder nein? Darauf läuft es halt hinaus. Und das muss man halt nicht auf Wikidata machen, wo man erst das Item lädt und dann lädt man den Artikel und dann guckt man, ob das das Bild ist und dann bearbeitet man den Artikel, um an den Bildnamen zu kommen und das ist alles sehr aufwendig, zeitaufwendig. Das Wikidata Game hat halt so ein paar vordefinierte Listen, zum Beispiel so Bilder, potenzielle Bilder für Artikel, für Wikidata Items. Gibt einem halt diese sehr vereinfachte Entscheidung, dass man im Grunde nur Ja oder Nein entscheiden muss, oder man kann einfach sagen, will ich jetzt nicht entscheiden, weiter, gib mir nächstes. Und da hatte ich eine Version mit so ein paar Unterspielen hatte ich geschrieben und das ist also war auch überraschend populär, fand ich. Und dann habe ich eine zweite Version geschrieben, da sind alle Spiele extern definiert, also das sind im Grunde eigene kleine Tools und die müssen auch nicht von mir sein und jeder kann, also jeder, der zumindest etwas programmieren kann, kann also da so ein neues Spiel bauen und in mein Spiel halt hineinfügen und Framework, was mein Spiel halt anbietet, macht schon sehr viele Sachen selber. Also so Darstellung oder den ersten Paragraphen vom aus dem Wikipedia-Artikel anzeigen und solche Sachen. Und um so ein neues Spiel zu schreiben, ist also 30, 50 Zeilen Code ist völlig ausreichend für sowas. Das ist dieses Distributed Games Game, genau, von dem du sprichst? Und kann ich nur empfehlen. Das ist ein schöner Zeitvertreib und es kommt noch was Nützliches dabei raus. Ja, du spielst selber ab und zu. Ist auch mit abhängig geworden, verstehe. Ja, dann hatte ich jetzt gerade noch den Resonator.
Ah ja, das ist auch so ein Wikidata-zentrierte Sache. Da war halt, als Wikidata anfing, sah ich halt, dass die Wikidata-Seiten selber sind eine eher trockene Angelegenheit. Also zum Beispiel wird da, selbst wenn ein Bild angegeben ist für ein Item, wird das Bild gar nicht dargestellt, sondern es wird der Dateiname dargestellt. Das ist sehr immer pragmatisch, wenn es also wirklich nur um so Datenverwaltung geht, aber ist halt visuell nicht sehr ansprechend. Und daraufhin habe ich ein Tool geschrieben, das nimmt also ein Wikidata-Item und versucht daraus so eine Art magerer Wikipedia-Artikel zu bauen. Das ist also, dass tatsächlich das Bild angezeigt wird, so einfache Sachen, aber auch etwas kompliziertere. Zum Beispiel, dass nicht nur Informationen von dem Item selber angezeigt werden, sondern auch von anderen verwandten Items. Also zum Beispiel, ich gucke mir das Item für einen Autor an und irgendwo ist ein Item für ein Buch, das er geschrieben hat. Und der Reasonator findet das, also diese Verbindung, und zeigt dieses Buch mit an auf der Seite des Autors. Und da kommt das Namensspiel hier. Also es sollte ein Reasoning stattfinden für diese Verknüpfungen und die entsprechend darstellen. Ein Teil davon, der geht aber im Moment, glaube ich, nur in Englisch, ist auch ein Versuch von mir, automatisch Texte zu erstellen von Wikidata-Items. Das klappt auch an sich ganz gut, gerade bei Items, die halt viele Statements haben. Mein Standardbeispiel ist immer Johann Sebastian Bach, da baut es also tatsächlich so einen Stub-Artikel-Text in Englisch. Einfach nur von Wikidata. Das hat ja so aber ähnlich auch eine Anwendung schon gefunden. Da hatte ich die Charlie hier, die Praktikantin bei Wikimedia Deutschland ist. War sie es oder war es Fräulein Café, die ein Tool gebaut hat, wenn ein Artikel in einer Wikipedia nicht vorhanden ist, aber ein Wikidata-Objekt vorhanden ist, zu dem Suchobjekt, was man eingegeben hat, wird so eine, werden die Daten angezeigt. Ja, genau, das ist, glaube ich, auch etwas davon inspiriert, aber das ist halt insofern sehr viel besser, als dass es auf Wikipedia direkt ist und nicht, dass man erstmal irgendwo auf so ein Tool gehen muss. Es ist auch, glaube ich, so 3 oder 4 Wikipedias ist das tatsächlich Ein paar kleineren aktiv ist das im schon Moment. aktiv, genau. Ja. Ich kenne den Resonator, weil ich ja mich für den Public Domain Day einsetze seit letztem Jahr, der so ein bisschen am Einschlafen ist. Immer am 1. Januar wird gefeiert. Der traurige Anlass, dass vor 70 Jahren lauter Leute gestorben sind und dass deren Werke jetzt gemeinfrei werden. Dann mit Hilfe von Wikidata habe ich mir da Listen anlegen lassen. Und wenn kein Wikipedia-Artikel dazu da ist, dann wird halt auf den Reasonator verlinkt. Und das gefällt mir sehr gut, weil man dann einen guten Überblick hat. Da sind Links zu anderen Wikipedien, aber auch zu anderen Datenbanken und so. Das ist eine hübsche Darstellung. Also ich bin da ein Fan von, um schnell einen Überblick zu kriegen. Danke. Ja, ich bin aber auch ein Fan von gut geschriebenen Enzyklopädieartikeln. Oh, das bin ich auch. Das bin ich auch. Wie gesagt, also es ist nicht. Keiner hat die Absicht. Naja. nein, es ist. Das will Wikidata ja auch nicht da irgendwie Wikipedia ersetzen. Es geht halt darum, die Kerninformationen Menschen und Maschinen lesbar und auch Maschinen schreibbar zu sammeln und dass man halt darüber da kompliziertere Abfragen auch machen kann. Das Standardbeispiel, glaube ich, das wir immer nehmen, ist
ich will die größten 20 Städte weltweit, die einen weiblichen Bürgermeister haben. Und das ist halt was, wenn man das auf Wikipedia versucht, naja, dann treffen wir uns in 2 Wochen wieder. Während auf Wikidata ist das eine Abfrage und die dauert Sekundenbruchteil. Das sind so Sachen, finde ich, da ergänzen sich die beiden Welten halt sehr schön, dass man halt die eine Sache, nämlich die Liste, welche Städte das sind oder welche Bürgermeisterinnen das sind, die kriegt man sehr schön, sehr effizient, sehr vollständig von Wikidata. Und dann kann man auf Wikipedia sehen, gehen und entsprechend da nachlesen, wo man Interesse hat. Also dann über die, ich sag mal, Top-Bürgermeisterin von der größten Stadt oder sowas. Ja, zum Beispiel über den Asteroiden 225088 2007 OR10 kann man eben schon sagen, die große Halbachse ist 66,90 astronomische Einheiten und die Exzentrizität beträgt 0,507. Ja, Aber offensichtlich. was, ja, was, das kann man in einer Datenbank halt schreiben, aber man kann dort eben nicht lesen, dass dieser Asteroid am 17. Juli 2007 von einem Astronomenteam im California Institute in Pasadena entdeckt wurde und dass die Entdeckung im Rahmen einer Suche nach neuen Objekten in der Region von Sydney als Teil der Doktorarbeit von Megan E. Schwamp war, die zu der Zeit Akademiestudentin bei Mike Brown war. So, das, man könnte versuchen, das über eine Datenbank zu machen, aber das ist ja eine Geschichte, die man da erzählt. Ja, ein paar Sachen davon, also zum Beispiel, wann es entdeckt wurde, wer es entdeckt hat, und das ist Teil von einer Doktorarbeit. Das könnte man, glaube ich, sogar. Dann lese ich mal weiter. Brown gab dem Asteroiden den Spitznamen Snow White aufgrund seiner hellen Erscheinung, die seiner damaligen Meinung nach nicht aufgrund seiner Größe, sondern aufgrund seiner Weißfärbung zustande komme. Ja, ich glaube, Spitznamen gibt es, glaube ich, Statement, aber Gut. Aber du weißt, was ich meine, und du stimmst mir im Bauch ja. zu, ne? Nee, das ist ja auch wirklich, also gibt natürlich sowas, macht auch kaum Sinn, das in eine Datenbank zu quetschen, selbst wenn es irgendwie ginge. Wie gesagt, ich glaube, es ergänzt sich beides ganz fantastisch. Ist halt, man muss sich da so auch von dem, ich sag mal, Konkurrenzdenken irgendwie frei machen. Nein, das ist besser, nein, das ist besser. Nein, zusammen ist es nämlich am besten. Okay, ich würde gerne eine Frage loswerden, die mir Jens Kubizier geschickt hat über Twitter und mit der ich mich ein bisschen rumgeschlagen habe. Und zwar kann man auf Wikipedia nach dem String, Stern, Leerzeichen, zweimal geschweifte Klammer auf, Vorlage, Doppelpunkt, im Quelltext suchen. Jetzt nicht in einem bestimmten Artikel, sondern über alle Artikel. So als ist das eine Suche nach Vorlage oder? Genau, das, wo halt Vorlagen eingebunden sind. Ja, man kann auf die Seite der Vorlage gehen. Ich will jetzt, ich will eine Übersicht aller Artikel, in denen eine Vorlage eingebunden ist, wäre da jetzt auch eine andere Art, die Frage zu stellen. Irgendeine Vorlage. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird rausgefiltert von dem Search Engine, den sie da benutzen. Vermutlich müsste man sich einen Datenbankdump herunterladen und dann darüber suchen. Das können wir machen, wenn man Zugang hier zu Toolabs hat, da kann man das auch ganz einfach ohne Volltextsuche, aber da sind die ganzen Vorlagenlinks, die sind ja in der Datenbank, die kann man kriegen. Wenn es um eine bestimmte Vorlage geht oder eine ganze Liste von Vorlagen, das kann man über PET-Scan machen. Aber halt alle Seiten mit Vorlagen, das sind dann wahrscheinlich auch einfach alle. Danke für den Tipp, da wird er jetzt sich freuen. Am 25.01. ist Magnus Manske Day. Oh, ja. Kriegst du davon was mit?
Es ist, ich sag mal, ein überschaubares Grüppchen, das mir dann gratuliert. Aber nee, das ist. Ja, am 25. Januar 2002 hat Jimbo Wales den Tag zum Magnus-Manske-Day erklärt, weil du halt so viel an MediaWiki rumgeschraubt hast, um dir dafür zu danken. Ja, das war eine schöne Geste, fand ich damals. Ich glaube, es sind auch nicht viele. Ich glaube, es sind drei. Ich glaube, Brian und Tim Starling haben auch einen eigenen Tag. Also Brian auf jeden Fall, aber Tim Starling glaube ich auch. Aber ich glaube, mehr sind es aber nicht. Ja, aber du hast es, ich finde es großartig. Also so eine Geste sind doch was Tolles. Ja, nee, das war sehr nett, ja. Was sind so deine Pläne jetzt Wikipedia-mäßig in nächster Zeit? Ja, ich schraube im Moment Oder Wikidata, du weißt schon so. ganz im Groben weiter Tools pflegen, neue Tools bauen, ganz klar. Ich schraube im Moment aktiv rum an der neuen Version von Quick Statements. Das ist so ein Tool, da kann man Massenedits auf Wikidata machen. Wenn man irgendwie 20.000 Statements dazufügen möchte, und man hat irgendwo aus einer Quelle halt diese Statements sich gebaut, kann man die da einfach reinwerfen und das macht die ganzen Edits für einen. Muss man nicht 20.000 Mal auf Edit klicken. Da baue ich im Moment dran. Ansonsten das nächste größere dürften wahrscheinlich Sachen für die Wikidata-Funktionalität in Commons werden. Da dürfte sich nochmal ein ganzer Toolmarkt eröffnen, was man da alles noch machen kann, sowohl Hilfe zum Bearbeiten und Umstellen von den aktuellen Bildbeschreibungsseiten auf die Datenstrukturen, als auch im Sinne von Suchen, Anzeigen und Ähnliches von den Resultaten, die man dann aus den Daten halt kriegen kann. Vielleicht auch noch ein bisschen Wiktionary, was ja auch bald in Wikidata wohl integriert werden wird im anderen Namensraum. Das dürfte der Wiktionary-Community noch mal etwas Schub verleihen, glaube ich, wenn das alles mal zentralisiert wird und maschinenlesbar wird und nicht irgendwo im Wikitext ertrinkt da. Und beruflich steht da was an oder machst du weiter mit deinen Mücken? Ich mache erstmal weiter mit den Mücken und ja, muss mal sehen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Ich habe hier in Cambridge gerade eine Wohnung gekauft. Also ja, bleibe ich jetzt erstmal hier in der Gegend für eine Weile. Du guckst dir an, wie ein Land europäisch bleibt, aber nicht mehr zur Europäischen Union gehört. Ja, das wird so ein mögest du in interessanten Zeiten leben, Ding. Oh, es ist wahr geworden, ja. Wenn du jetzt König der Wikipedia und von Wikidata wirst, was würdest du als erstes befehlen? Was würde ich befehlen? Ich würde befehlen, dass alle vielleicht mal versuchen, ein bisschen mehr Spaß zu haben dabei, ein bisschen lockerer zu sein, ohne den nötigen Ernst vermissen zu lassen. Aber es ist halt eine Sache, die soll Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann hat es alles keinen Zweck. Ich danke dir für diesen wunderbaren Wunsch oder Befehl. Ich werde den auch so ausführen. Okay, das ist gut. Wenigstens einen loyalen Untertan habe ich dann. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir. Das war sehr interessant. Ich habe ein bisschen Einblick auch in die Frühzeit gekriegt, oder? Dass man ist ja immer doch ein bisschen vor meiner Wikipedia-Geburt, was da so passiert ist. Das wollen wir ja auch mal wissen. Ja, und mit deinen Tools und so, das ist auch alles sehr spannend, was du da machst. Ja, Ha.
wenn es neue Ideen gibt. Ich habe immer ein offenes Ohr. Ob ich Zeit habe, weiß ich nicht. Aber Na dann, wir sehen uns vielleicht in Kanada im August. Ja, ich werde versuchen. Ist das im August, ja. Immer zu schaffen, ja. Ja, bei der Wikimania. Ja. Die Flugpreise steigen gerade hier. Ich habe es gerade verdoppelt von gestern zu heute. Mal sehen, was das wird. Spannend. Ja. Okay, ich danke dir nochmal. Schöne Grüße nach Cambridge. Wir sehen uns. Jo. Ach, und du hast dir klassische Musik gewünscht, deswegen hören wir jetzt noch ein bisschen klassische Musik. Okay. Oh, das ist gut. Ja, tschüss. Okay. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten.
Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.